Ich wünsche euch einen wunderbaren schönen Tag und ich möchte heute mal so ein bisschen über Persönlichkeitsentwicklung sprechen. Ihr seht immer wieder auch auf meinen Flyer oder meine Visitenkarten steht immer wieder drauf: Persönlichkeitsentwicklung. Das ist eine wunderbare Sache. Ihr würdet sagen, habe ich denn keine Persönlichkeit? Dann würde ich zu euch sagen, na klar, habt ihr eine Persönlichkeit. Nun ist aber die Frage, reicht unsere Persönlichkeit aus, um das zu erreichen, was wir wirklich wollen? Da müssen wir mal einen Moment nachdenken. Ne? Reicht das wirklich aus? Wenn ich mal einen Wunsch, einen Traum habe, den ich mir gerne erfüllen lassen möchte, ob ich jetzt selbstständig bin oder egal, was gerade da ist, ist die Frage, reicht meine Persönlichkeit aus? Das heißt, reichen erstmal meine Denkmuster aus, um das Ziel zu erreichen? Und zweitens, reicht mein Denken aus? Nicht mein Denken, was ich brauche, um dieses Projekt zu leiten, sondern mein Denken über das Projekt. Über das Projekt und über mich. Meine Stellung, meine Person in der Gesellschaft. Wir sind alle so ein wenig programmiert worden, nicht ein wenig von der ganzen Ecke. Wir haben alles Glaubenssätze. Und mit diesen Glaubenssätzen laufen wir jeden Tag durch die Welt. Nun ist die Frage, die Glaubenssätze, sind sie wirklich kompatibel? Kann ich wirklich diese Persönlichkeit herausnehmen, herausleben aus meinem eigenen? Um wirklich dahin zu kommen, muss ich eventuell meine Glaubenssätze, die ich habe, ändern. Ändern, das heißt, muss ich meine Glaubenssätze neu überdenken und zu sagen, du, was ich da gerade jetzt denke, ist es überhaupt noch kompatibel mit dem, was heute ist? Oft stammen unsere Glaubenssätze von früher her, aus der Kindheit, aus der Jugend. Wir leben heute im Jahr 2014. Es hat sich nichts an der Moral verändert, aber es hat sich verändert, was heißt weiter im Leben hineinbewegt. Das heißt, das Leben läuft ab wie ein Film. Es geschehen immer, würde ich mal sagen, die gleichen Dinge, immer anders ausgeprägt, aber wir reagieren oft mit altem Lehrgut, mit alten Programmen darauf. Das heißt, wir trauen uns nicht immer. Als Kind konnte man und durfte man sich nicht trauen, weil es die Eltern nicht wollten. Sei vernünftig, sei brav, sei anständig und sei nicht vorlaut. Wir haben also ein Charisma, das kennt jeder von euch, was wir aufgebaut haben, ein Wiedererkennungswert. Aber wenn wir jetzt neue Dinge im Leben planen, müssen wir diesen Wiedererkennungswert hinter uns lassen. Wir müssen uns zwar in den moralischen Gesetzen bewegen, in den moralischen Gesetzen, ich sage mal so übertrieben, des Universums, nicht in den moralischen Gesetzen, die uns vorgeschrieben werden. Ihr wisst alle, Gesetze sind veränderbar. Was gestern noch war, kann heute schon strafbar sein. Das meine ich nicht. Ich meine die universellen Gesetze. Das heißt, wie weit darf ich meine Persönlichkeit auch verändern? Wie weit darf ich meinen Erkennungswert zu meinen Freunden, zu meinem Arbeitgeber, zu meiner Frau, zu meinen Eltern aufheben und ein neues angehen? Durch dieses neue Paket und das neue Erkennungswert fällt nicht unser Bild an, du bist besser oder schlechter. Nur wir müssen manche Dinge ganz anders beurteilen und anders behandeln, als wir es früher getan haben. Und dafür ist wieder ein Teil unserer Persönlichkeit nötig, die wir ändern müssen. Ich kann kein, ich sage mal übertrieben, ich kann kein Geschäftsführer sein, wenn ich immer lebe als Angestellter. Das funktioniert nicht, denn nehmen mir meine Mitarbeiter oder meine Angestellten nicht wahr. Wenn ich immer noch der Typus bin, der Angestellte, obwohl ich Chef bin, das sind teilweise. Anders ist, wie weit darf ich forsch vorangehen? Wie weit darf ich sagen, das steht mir zu? Weil wieder gewisse Programme, die wir gelernt haben, die Zurückhaltung im Leben, für andere Menschen so gebaut sind, dass wir für die dann handelbar sind. Wenn ich aber mir was rausnehme aus dem Leben, was mir persönlich zusteht,
nicht an materiellen, an emotionalen Werten, bekomme ich eine andere Eigenschaft, eine andere Erkennung. Und um diese Erkennung geht es. Okay, ich möchte jetzt nicht weiter erzählen, wer mehr wissen möchte. Ich habe hier so einen schönen Code auf meine Visitenkarte. Wenn ihr die erkennt, könnt ihr sie abfotografieren und speichern. Und sonst blende ich meine Telefonnummer und meine Adresse gleich nochmal ein. Danke, dass ihr die Zeit und die Ruhe hattet und die Muße zuzuhören. Ich danke euch.